Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal und wie ihr es vielleicht schon an meiner Stimme hört, ich bin immer noch nicht ganz gesund. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Kollegen von mir, mit dem ich jetzt gleich auch fahre. Also der fährt auch eine Duke 125, auch eine ziemlich geile sogar. Also die von ihm sieht echt gut aus. Den Kollegen, wie ihr seht, habe ich jetzt abgeholt und wie gesagt auch mit einer Duke unterwegs. Wir hatten gerade die Idee, wir haben leider keinen, also er hat einen Sehner, ich habe meinen Sehner nicht mehr. Ich werde mir demnächst mal eins kaufen müssen wieder für Dual Vlogs, dass wir auch reden können beim Fahren und dass wir dann auch so Challenges und so machen können. Denn wir haben nämlich die Idee gehabt, dass wir heute eine Wenn du Eier hast Challenge machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne jetzt auch schon mal ein Like da und einen Kommentar oder ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und checkt ihn auch mal auf Instagram aus. Hat ja schon sein Instagram da stehen, ne? Also er hat mir jetzt gerade schon eine Aufgabe gegeben. Und zwar... seine Aufgabe war, die er gestellt hat, ich soll Rollerfahrer und Fahrradfahrer nicht nur so ein bisschen grüßen, sondern so heftig grüßen, wie es nur geht. Also, deine Aufgabe wird es gleich sein. Du wirst gleich irgendjemanden, der am Straßenrand ist, wirst du anhalten und ihn einfach nach dem Weg Richtung Innenstadt fragen. Ich hoffe, es ist noch vor der Innenstadt. Also ich glaube, er erfüllt seine Aufgabe auf jeden Fall. Ja, wir können ihn leider noch nicht hören, das ist das Problem leider. Wir haben ja keinen, also beziehungsweise ich habe keinen Sehner, sonst können wir nämlich so Dual Rock mäßig das machen. Richtig mit, geradeaus, über den Verkehr, Kreisverkehr geradeaus, das ist die Landstadt. Perfekt, Digga. Vorne gleich kommt so ein Testzentrum. Ja. Weißt du, weil der Aktivierer da vorne. Ja. Da gestern zählt einer Person, aber weiß nicht. Frag sie, wie alt sie ist. Wie alt sie? Fängst an, sehen. Wie alt sie ist? Okay. Okay, also kurz zum Wiederholen, falls ihr ihn nicht gehört habt. Meine Aufgabe ist jetzt, da vorne ist ein Testzentrum. Meine Aufgabe ist es jetzt, dass ich da vorne ins Testzentrum reingehe, eine weibliche Person suche, mit der ein Gespräch aufbaue, sie erstmal fragt, wie alt sie ist. Und wenn sie mich fragt, wie alt ich bin, dann sage ich 30. Okay, alles klar, Digga. Ja, das Testzentrum hat leider geschlossen, also da werden wir keine weiblichen Personen mehr finden. Aber ich glaube, er hat eine andere Sache, die ich machen muss. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera, aber hier vorne ist so ein Sportstudio. Und die machen da gerade irgendwie, ich weiß nicht was, auf jeden Fall irgendwas Sportliches. Ich würde da hingehen und einfach mal mitmachen. Okay, ich wollte, alles klar. Ich gehe da jetzt hin und mache da einfach mal mit. Ja, Junge, ich meine... Ich weiß nicht, ob ich lieber eine Frau angesprochen hätte oder jetzt Sport gemacht hätte mit Helm auf und so. Aber wir machen da jetzt einfach mal mit. Freunde, was mache ich hier? Ja, ich muss jetzt mitmachen. Ist meine Aufgabe. Ja, schon korrekte Leute hier, okay. Okay. Jungs. Warte. Fuck! Oh Gott, please no! Ich glaube, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Die Leute fanden es irgendwie auch ziemlich geil, muss ich sagen. Wir haben jetzt gerade eine indirekte Probefahrt. Ich... Ah, hört sich mein Bike von außen hört sich noch viel besser an. ich habe jetzt nämlich mal ein Bike getauscht. Also er fährt jetzt meins, ich fahre jetzt seins. Ist halt eine Duke, ne? Ist jetzt nicht so viel Unterschied. Außer vom Sound her. Wir haben jetzt eine ebenbürtige... Challenge für ihn gefunden. Ich fand die ziemlich gut. Also du stellst dich jetzt schön auf diese Mauer hier vorne drauf und machst dann mal so ein paar Hampelmänner und so ein paar Dance-Moves. Ich weiß ja nicht, ob du so Fortnite-Dances kannst oder so.
Die machst du da jetzt auf der Mauer drauf. Also den Wurm, der wär geil, aber... Ja, du kannst Zahnseide doch bestimmt auch, oder? Zahnseide? Was war das denn noch? Dieses. Oh nein. Ja, das machst du jetzt hier. Okay, vor den Opis. Ja, vor den Opis. Let's go. Oh, Digga, ich kann schwören. Und jetzt ist natürlich auch noch schön rote Ampel. Das heißt, jede... Digga. So, ich habe eine neue Aufgabe bekommen. Meine andere Aufgabe ist jetzt, ich soll mich zwischen diese Mülltonnen da vorne hinsetzen und soll ein Selfie von mir machen mit den Mülltonnen. Deswegen, let's go, würde ich sagen, oder? So. Ich setze mich jetzt hier hin, zwischen diese Mülltonnen. Ah, da ist das Selfie. Perfekt. Ich würde sagen, Aufgabe erfüllt, oder? Er hat jetzt auch eine neue Aufgabe von mir schon bekommen. Seine neue Aufgabe ist, er soll an einer roten Ampel anhalten, absteigen und einfach zu einem Autofahrer, der an der Ampel steht, hingehen und ihm einen schönen Tag wünschen. Ich denke mal, das kriegt er hin, oder? Nein, wenn ein Autofahrer hier ist. Bis jetzt ist noch kein Autofahrer hier. Christopher! Christopher ist auch dabei. Hi, Christopher. Ich glaube, da hat er jemanden eine Freude gemacht. Ich glaube, die hat sich ziemlich gefreut, oder? Ja. Michael, wenn du das siehst, das war eine alte Dame. Ihr könnt mir sehr gerne auf Instagram folgen. Ich werde jetzt... Wow. Mal hier unten jetzt irgendwo mein Instagram verlinken. Da könnt ihr mir gerne mal folgen, würde ich mich sehr drüber freuen. Also. Ein süßer Opi ist da vorne, ja. Einen guten Tag sagen. Ja. Und dann fragen, wo hier der nächste Restaurant ist. Okay, also ich soll jetzt zu dem süßen Opi da vorne gehen und fragen, wo das nächste Restaurant ist. Richtig. Weil du möchtest mit deinem Freund dahin gehen. Okay. Oh Gott, der arme Opi, Alter. Oh nein, er geht weg. Nein, Opi. Nicht. Nein, der Opi geht weg. Entschuldigung. Oh Mist. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich bin mit meinem Freund hier. Ja. Und ich wollte wissen, wo das nächste Restaurant ist. Wissen Sie das? Okay. Ja, dann gucken wir mal da drüben. Ja. Dankeschön erstmal. Schönen Tag noch. Danke. Ja. Mission erledigt. Die letzte Aufgabe für heute darf ich stellen. Da werde ich mir noch mal was Gutes ausdenken jetzt. Aber das ist echt mal geil, die Duke von außen so zu sehen und zu hören. Seine Aufgabe ist jetzt, ich habe ihm die Aufgabe gegeben, er soll sich neben den Eingang setzen und 5 Leute begrüßen, die da rauskommen einfach so. So, wir mussten die letzte Challenge jetzt abbrechen, weil wir einfach zu lange gewartet hätten, bis dann noch welche gekommen wären. Irgendwie geht anscheinend niemand dienstags abends um 19 Uhr bei Obi einkaufen mehr. Damit, Leute, würde ich sagen, ist das Video auch schon wieder vorbei. Es war erstmal heute so ein Probe-Video davon, weil ich bin auch noch nicht geübt, was das mit, wenn du Eier hast und so angeht, was das Videotechnische angeht und so.
Und die Aufgaben waren jetzt auch nicht besonders krassesten, die wir heute gemacht haben. Aber dennoch hoffe ich, dass es euch gefallen hat oder dieses Format euch gefällt, dass es euch unterhält. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Checkt ihn auf Instagram ab und checkt mich auf Instagram ab. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Was ihr von dem Format haltet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, auch gerne in die Kommentare. Ihr wisst, mit Kritik ist immer gut, konstruktive Kritik. Damit würde ich sagen, Leute, lasst mir gerne auch ein Abo da. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, wisst ihr ja. Ja, damit gar nicht weiter drumherum labern. Ich würde sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.